Hey und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar habe ich wieder mal ein, zwei Themen im Gepäck, die ich heute mal ansprechen möchte und mit die ich eure, wo ich auch eure Meinung gerne hören möchte. Also auf jeden Fall dranbleiben. Des Weiteren gibt es auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel derzeit auf meinem Kanal. Das letzte Gewinnspiel war ganz erfolgreich. Eine Person hat sich aber leider nicht gemeldet. Und ich dachte mir, wisst ihr was, einfach weil ihr mich zurzeit so supportet, packe ich nochmal 2 Euro, alles klar, 2x10 Euro Paysafe-Karten drauf. Könnt ihr euch auf der Xbox, auf dem PC oder Playstation oder so, nochmal einen Battle Pass kaufen. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, ein Like da lassen, natürlich ein Abonnent von dem Kanal sein, einen Kommentar schreiben, warum ihr es gewinnen solltet oder Hashtag aktiv einfach mal in die Kommentare, dann sehe ich auch, welche Leute aktiv sind, ich lese ja eigentlich auch alle Kommentare mal durch. So, und natürlich die Glocke aktiv haben auf diesem Kanal, damit ihr auch nichts verpasst, falls mal die Abo-Box spinnen sollte. Und ich vergesse jedes Mal diesen Raum hier, ich weiß nicht warum, aber da scheint nichts Wichtiges zu sein. So. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Thema des heutigen Videos und zwar Glitches in Fortnite. Ihr wisst ja, ich war ein GTA-YouTuber oder ich habe sehr, sehr viel GTA-Content gebracht auf YouTube, wo es auch um Glitches ging. Aber das habe ich ja, wie gesagt, schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Also seitdem... Okay. Alles klar. RIP. RIP, 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 RIP. So. Dann schnappen wir uns nochmal diese Sniper. Ist hier noch ein Gegner irgendwo? Ich glaube, hier müsste sogar noch ein Gegner sein. Weil wir mit irgendeiner Mutter sicher gebettelt haben. Aber naja, wir werden es schon sehen. Auf jeden Fall wisst ihr, dass ich sehr lange GTA-Glitches gebracht habe. Und in GTA war es auch nicht so problematisch wie in Fortnite. Aber warum? Das werdet ihr gleich merken oder wissen. Ich muss nochmal kurz... hier die Munition aufsammeln, natürlich Granatenwerfer nachladen. Und die Frage ist jetzt, warum? Ich meine, es sind zwei verschiedene Spiele und es sollte doch nicht so problematisch sein, in diesem Spiel hier Glitches rauszuhauen. Aber, Leute, da liegt ihr komplett falsch. Hier ist ein Sturmgewehr, entspannt. Hä? Hier ist doch einer. Ich höre ihn noch die ganze Zeit. Ich höre doch irgendwas hier, da hinten. Habt ihr ihn gesehen? What? Nur 110 Schaden? Boah, ich muss dem jetzt geben. Wenn er mir jetzt gibt, ne, dann weine ich. Wenn er mir jetzt gibt, dann weine ich. Ich könnte ihn natürlich auch pushen. Was ich jetzt auch mal vielleicht tun sollte. Weil er scheint nicht gerade schlecht zu sein. Und er scheint doch ein bisschen gefährlich zu sein. Obwohl, gefährlich ist relativ. Ich hole ihn mir jetzt trotzdem. Einfach, weil er wie so eine Pussy wegläuft, hole ich mir den jetzt einfach trotzdem. Muss gerade sein. Oh, wenn der da nicht gewesen wäre, hätte ich ihn auf jeden Fall geholt. Egal, den lassen wir jetzt einmal wegrennen. Verschwende ich jetzt keine Power mehr dazu. Auf jeden Fall, dann fragen sich natürlich viele, warum bringst du denn keine Glitches in Fortnite? Ich meine, das wird bestimmt Klicks ziehen und es gibt bestimmt die ein oder anderen Tricks, wie man hier den Battle Pass umsonst bekommt, wie man V-Bucks glitchen kann und sonst irgendwas. Aber Leute, auf jeden Fall Finger weg davon. Also, das ist ein kleiner Tipp von mir, auf jeden Fall die Finger weg davon, weil ihr schießt euch damit ins eigene Bein und das wollen wir alle nicht. So, ich brauch den. Ich... Oh. Komm, Digga. Ich muss ihn jetzt mal bekommen. Weil ich muss dieses Fortnite mal endlich voll kriegen, weil es geht echt nicht, dass ich das Ding immer noch nicht voll habe. Und... Boah, ich dachte gerade, ich krieg... Hä? Hier ist doch schon alles gelootet. Na, auf jeden Fall. Und es gibt viele Glitches unter die Map-Glitch, dies Glitch, das Glitch. Aber ich würde keinen einzigen davon machen. Keinen einzigen einfach. Einfach, weil es mir zu gefährlich ist, dass mein Account gebannt wird. Und das macht Epic Games sehr, sehr schnell. Also die zögern da auch nicht. Die überlegen sich das auch nicht. Wenn ihr irgendwas gemacht habt, was nicht erlaubt ist, kriegt ihr direkt einen Bann. Und ihr könnt auch mit der Konsole nicht mehr spielen. Das ist das Problem. Es wird nicht nur der Account gebannt, sondern ihr könnt mit der kompletten Konsole nicht spielen. Also ihr kriegt so einen IP-Bann, nennt sich das, glaube ich.
Und das würde ich niemals riskieren. Einfach weil ich dieses Spiel zu sehr liebe und zurzeit auch richtig hype, zocke jeden Tag, glaube ich, 1-2 Stunden bestimmt. Und ich feiere dieses Spiel einfach. Und ich will es nicht riskieren, dass ich da dass ich da Fortnite-Glitches raushaue und damit meinen Account aufs Spiel setze, zweitens die ganze komplette Konsole aufs Spiel setze, einfach weil ich damit nicht mehr spielen kann. Heißt, ich müsste eine neue Konsole holen und ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt noch klappen würde. Ist das ein Lama? Ein Lama! Oh yeah! Nice! Dann kriegen wir noch vielleicht ein Schildi daraus. Und ich würde es nicht riskieren. Ich brauche gar kein Holz mehr. Ich habe ja das Lama. Entspannt. Geil, Alter. Und ich muss auch noch darüber. Dann können wir auch direkt das Lama holen und dann darüber. Ey, geil, ein Lama. Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind, dass ich so ein Lama kriege. Man denkt, das ist eine Piñata einfach. Geil. Okay, ich baue mich aber trotzdem mal ein. Sicher ist sicher. Zumindest so ein bisschen. Ey, geil. Dieses Geräusch, also, ja, wenn man von Weitem schon ein Lama sieht, man freut sich schon wie so ein kleines Kind. Das ist cool. Das feiert man schon. Okay, Schildis oder so waren jetzt nicht da, aber wir haben genug Ressourcen jetzt auf jeden Fall. Und ich muss ja noch diese Tomato Town Challenge hier abschließen. Deswegen bin ich eigentlich hier. Die sollte eigentlich hier irgendwo sein. Ein Jiggy Jackson. So, hä? Das sollte doch hier irgendwo sein. Oder war das auf diesem Boot hier? Ja, hier war das, genau. Ich habe dazu diesmal kein Video gemacht. Eigentlich mache ich ja mal Videos dazu. Aber es hat einfach nicht geklappt. Und ja, auf jeden Fall würde ich niemals irgendwelche Glitches in Fortnite hochladen. Einfach, weil es mir zu risky ist. Ich meine, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr es riskieren würdet, direkt einen Bann zu kassieren. Weil die checken das einfach auch. Also es ist nicht so wie in GTA, dass du ein bisschen Money glitchst und das checken die nicht. Sondern die checken das wirklich richtig krass. Also die sind da auch richtig hinterher und sehen das auch, wenn da irgendwas auf deinem Account ist, was dir eigentlich nicht gehört oder was du eigentlich nicht haben solltest. Deswegen, und viele sind auch eigentlich nur, okay, ich verstecke mich mal hinter dem Baum. Viele laden diese Dinger auch hoch, einfach weil es auch noch fake ist. Also die meisten stimmen gar nicht. Uiuiui. Der Arme. Er hat ja gar nichts gepeilt. Der arme Typ. Der hat ja gnadenlos ein Handy bekommen. Und die meisten, die checken das gar nicht und es ist einfach komplett fake. Es ist weder V-Bucks umsonst oder Battle Pass umsonst oder sonst irgendwas. Die checken das aber nicht und glauben das und klicken da auch noch drauf. Deswegen Leute, passt da bitte in Zukunft auf. Klickt da nicht blind drauf, weil ihr denkt, das stimmt. Es stimmt in den meisten Fällen nicht mal. Und das ist das Traurige, dass die YouTuber auch noch ihre Zuschauer so gnadenlos ausnutzen und einfach in den Titel schreiben, kostenlos V-Bucks, obwohl es nicht stimmt. So. Deswegen macht eure Augen auf, glaubt nicht immer alles das, was man euch sagt, hinterfragt auch mal Sachen und liest auch mal manchmal die Kommentare. Und wenn ihr so seht, dass irgendein YouTuber oder irgendein Kanal kommentiert, der 0 Abos hat und da steht so super hat geklappt und das siehst du dann... Was wollt der denn, Digga? Ich höre nur so... So ein Buschmensch einfach. So, ich schnapp mir direkt den Schlürfer, also den Jiggy Jackson. Dann sind wir wieder voll, haben 200 und wir haben noch einen Platz frei. Vielleicht könnte das sogar noch was werden. Und ey, seht ihr den Skin? Ich finde ihn gar nicht so schlecht, je nachdem, wie man, also beim Battle Pass, wenn man sich levelt, kriegt man nur noch Sachen dazu. Finde ich auf jeden Fall cool. Hä? Was? Digga, wieso kommt er da durch? Habt ihr das gesehen? Er konnte einfach da durch. Ich hab das ja gar nicht gepeilt. Ich habe ihm so ein Handy reingedrückt, aber ich habe das ja gar nicht gepeilt gerade. Was soll denn der Kack? Und ich habe auch gar nichts gehört. So soundsmäßig oder so. Das ist auch richtig nervig zurzeit in Fortnite. Einfach, dass man gar keine Sounds hört. Also wirklich, ich habe den Typen nicht gehört. Ich werde mir das nochmal später in dem Video nochmal reinziehen, aber ich habe da nichts gehört. Auf jeden Fall, checkt auf jeden Fall die Videos ab, checkt mein letztes Video ab. Da zeige ich euch, was zurzeit im Gegenstandshop ist. Sehen auf jeden Fall richtig coole Sachen. Okay, kommt ist auf jeden Fall ein Fight, da ist jetzt noch jemand. Und ja, ansonsten schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, was ihr für ein Video in Zukunft sehen möchtet. Ansonsten macht auf jeden Fall beim Gewinnspiel mit, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Abonnent von diesem Kanal sein, die Glocke aktiv haben, einen Kommentar schreiben und einen Like. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch noch in meine Falle reinlaufen wird, einfach weil da zwei Fallen sind. Und ich gucke mir das jetzt noch zu Ende an. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, spielt auf jeden Fall, seid fleißig und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Sag ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.